Zustände, alle emotionalen Zustände. Hallo. Des anderen immer mit und deswegen ist es dann schon eigentlich... Ja, und vor allem, keiner weiß ja, dass wir keine Geschwister sind. Alle denken ja, wir sind Geschwister. Ich weiß das. Wir sind gut gecastet. Wir haben beide blaue Augen. Guck mal rein. Ja, wir sind die Blue Ice Crew. Und... Aber meine Klatsche ist ein bisschen größer als seine. Okay, das stimmt auch nicht ganz. Du hast halt auch eine große, aber eine andere. Ja, ich habe eine andere Klatsche. Ja. Guck mal, sagt man da auch Hallo. Hallo! Hallo! Ja, wir sind gerade live auf Anne Mentens Facebook-Seite und auf meiner Facebook-Seite. Wir freuen uns total, euch dabei zu haben. Und wir erzählen ein bisschen einen Schwank aus unserem Leben. Gerade waren wir ein Schwank aus unserem Leben. Da wusste ich noch nichts von. So, ja. Apropos Wasser. Ich muss wirklich mehr Wasser trinken. Ich trinke grundsätzlich mehr Kaffee als Wasser. Warum? Bist du wahnsinnig? Mm-mm. Trink ruhig mehr Wasser. Ist besser für dich. Außerdem bist du dann nicht so überdreht. Ich bin nicht überdreht. Ich bin ja. So. Also wir sind die wohl bekanntesten Twins Germanys. Ist das so? TV-Twins. Ja, sind wir. Sind wir. Sind wir. Wir sind ganz toll. Wir sind nämlich ganz, ganz toll. Das ist total bekloppt, bist du. Ja, ist schon ein bisschen verrückt, wenn man Live-Video... Ach, und zwar parallel. Was ist das eigentlich für eine Hülle, Dings hier Geschichte? Das ist Hülle von mir. Wieso hast du da so ein... Warte, seht ihr das? Achso, da sieht man es. Da, JS. Das ist mit Gravur. Eine schöne Hülle. Eine schöne. Prolet. Das hat mit Prolet zu tun. Das ist einfach eine tolle Hülle. Das ist einfach eine tolle Hülle. Also, wir sind ja schon seit 12 Jahren die Geschwister bei... Kuschelhase, uns geht's gut. Kuschel? Ja. Ich finde Kuschelhase ist ein toller Name. Für ein Facebook-Profil? Kuschelhase ist ein schöner Name. Ja, Kuschelhase. Ja, komm, wir erzählen den Leuten auch mal was. Ja, was haben wir erzählt? Wir sind ja seit... Was wollt ihr wissen? 2004, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Das ist schon voll lange. Das ist lange her. Mein Gott, waren wir da noch jung, schön, unverbraucht. Aber dann... Also ich bin immer noch jung, schön und unverbraucht, aber... Kann man so viel Dünnes innerhalb von 3 Minuten und 48 Sekunden erzählen? Aua! Das ist ein Kidnapping von Anne Menden. Also ihr wisst... Hör auf jetzt damit, mir dieses Ding so vor die Nase zu halten. Wir bestellen mal hier Liebe. Er ärgert mich halt auch an einer Tour. Grundsätzlich. Grundsätzlich, aber so sind wir mal Geschwister. Grüße nach Hennef zurück. Ja. Ich habe mal in Hennef gelebt. Das macht nichts. Jeder macht mal Fehler. Hat er nicht gesagt. Nein, hat er nicht gesagt. Meint er nicht so. Ja, was steht heute an? Ich werde jetzt gleich ins Studio huschen. Noch eine Szene drehen mit Iris Mareike Stehn. Erik Stehfest habe ich schon gesehen. Bin ich auch dabei? Nee. Drehst du heute überhaupt? Ich hatte heute das erste Bild. Ich war schon 7 hier. Ja. Und seitdem habe ich Pause. Und nein, aber warum fährst du nicht nach Hause? Ich habe noch ein paar die 5 abgedreht für meinen YouTube-Kanal. Ein was? Ein paar die 5 gedreht für meinen YouTube-Kanal. Die fünf krassesten Naturkatastrophen. Sowas zum Beispiel. Ja. Aber ich werde nicht verraten, was ich für die 5 gedreht habe. Die 5 schönsten Jörn Schlönfug-Momente. Nee, aber das ist eine gute Idee. Das machen wir. Ja. Ich werde morgen mal die 5 schönsten Jörn Schlönfug-Momente. Ich muss dann nur fragen, ob ich Outtakes von dir bekomme. Na klar bekommst du die. Das wird ein schöner Start in den Tag. Mit 5 Pannen, Pech und Pannen am Set. Ja, man verspricht sich natürlich mal. Ja, da kannst du Text lernen, wie du willst. Das ist dann manchmal Aufregung oder halt auch Blackout. Da kann man sich auch mal versprechen. Ja, manchmal ist es halt auch einfach ein bisschen viel. So nach 14 Bildern ist dann meistens bei mir so ab 10 Bilder aufwärts. Ja. Ich vertausche dann auch manchmal Sätze, also die eigentlich in anderen Szenen. Bilder sind für uns 10. Ein Bild ist eine Szene. Genau. Und wir haben so ungefähr 30 Minuten Zeit für eine Szene, die dann in den Kasten zu kriegen, obwohl schon lange nichts mehr mit Kasten zu tun hat. Ja, also Schwester, jetzt... Stellt mir doch mal eure Fragen. Stellt mir doch mal eure Fragen. Das ist echt super Wetter. Das ist meine Lieblingsecke. Oh. Also ich sitze immer hier vorm Studio und gucke immer da zu diesem Baum. Ja, stimmt, der Baum ist schön. Ich
mag es. Hallo! Oh, hallo, da ist die Rona! Hallo! Hallo! Besucht Rona auf Instagram. Da ist sie. Da ist die sie. Arbeit. Die ist so niedlich. Rona hatte heute ihren Papa mit am Set. Oh ja, nein. Grüß dich. Und Gott ist der niedlich. Dann kam sie rein mit ihm und dann hat er sich also so ganz niedlich vorgestellt und so. Ist der Papa Türke? Oh ja. Ja? Ja. Oder die Mutter? Das weiß ich nicht. Papa, der Papa ist Türke. Irgendwas ist hier, guck mal, bei mir kommt, geht das nicht weiter. Geht nicht weiter? Mhm. Das gibt manchmal, dass es hängt. Ich muss euch das also, gute Zeiten, schlechte Zeiten Logo sehen, geben, zeigen. Ich sehe in dein Herz. So, also. Ja, auf jeden Fall hatten wir heute diese Geschwisterdiskussion schon. Ja. Dann habe ich was für meinen YouTube-Kanal gedreht. Ja. Und jetzt lohnt es sich nicht mehr, nach Hause zu fahren. Nee, nee, absolut nicht. Also ich habe jetzt auch noch die eine Szene und dann... Und ich werde jetzt gleich hier noch was essen. Gibt extra was Veganes für mich. Gibt's was Veganes? Ja! Oh, wie lecker. Ja. Ja. Und die machen das echt toll hier im Catering. Nehmen sich immer so viel Mühe und das schmeckt immer total gut. Und die liebe Anne Menten hat auch zu verschulden, dass ich jetzt ganz oft Tofu esse. Ja. Ist das so? Kein Rind und kein Schwein mehr esse. Solltest du aufhören, Thunfisch zu essen? Thunfisch esse ich wirklich sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Aber man, ich bin ein Flex. Trotzdem ist er ich bin ein Flex. Bedroht. Das stimmt, das ist nicht schön. Nein. Und ich bin ein Flexitarier. Ich bin momentan wirklich genau dazwischen, zwischen Fleischesser und kein Fleischesser. Flexitarier? Ja, es ist einfach flexibel. Ich muss mal bei dir Fragen mitlesen, weil bei mir geht es nicht weiter. Was hast du denn da für Fragen? Ich glaube, bei mir geht es auch doch, bei mir geht es auch weiter. Farbe, die du unten in den Haaren hast. Was hast denn du für eine Farbe, Farbe unten in den Haaren? Ja, das ist wir so. Wir hoffen, das bezieht sie jetzt auf den Kopf. Ach, Jörn, ey, ganz ehrlich, das ist so typisch Mann, ne? Ihr habt immer so ein. Das ist so ein. Ich hatte ja vorher ganz normales Ombre. Ich hör auf jetzt an meinen Haaren zu ziehen. Und wir haben dann mit Directions Farben. Unten in die Spitzen lila und so ein Mix aus rosa und lila reingezogen und haben das auswaschen lassen, damit das so ein Pastell-lila-grau gibt. Mit Direction-Farbe. Genau, klar, und die Directions-Farben sind vegan und frei von Tierversuchen. Ja. Deswegen konnte ich das machen. Das ist ja für mich dann auch so eine Grund... Also ich, wenn ich dann sage, boah, sowas finde ich schön, dann checke ich immer erst, ob ich das vegan und ohne Tierversuche bekomme, sonst mache ich das nicht. Haben wir mal wieder was dazu gelernt? Gelernt. Das ist eine Mischung aus Lern und Jörn. Gelernt. Jörn, ich werde diese Flasche heute nicht schaffen. Warum nicht? Das ist doch nur ein Liter. Ja, aber ich will trinke drei Liter Kaffee jeden Tag. Du bist ja auch ein Streber. Sandra Hartleib fragt, schon mal in Leipzig gewesen. Ich war schon so oft in Leipzig, wie in Deutschland die Sonne geschienen hat. Was? Leipzig sind ja nur 90 Minuten. Sehr, sehr schöne Stadt, unglaublich entwickelt in den letzten 10 Jahren. Ganz tolle Altbauten. Also ist auf jeden Fall mal eine Reise wert. Jasmin Thiering bringt es auf den Punkt, schönes Pärchen. Ja, das sind wir wirklich. Never. Ein Geschwisterpärchen. Ich glaube, ich würde dich nach spätestens 2 Tagen umbringen. So. Wenn ich dich 24 mit einer Stunden Ananas? Umbringe. Ja, auch das. Geht dann erst im schlimmsten Fall auch das. Aber nach 24 Stunden hätte ich dich, weiß ich nicht, oder verkauft oder so. Kriegst du nix. Mich bringe alle freiwillig kann wieder zurück. Was bietet ihr für Jörn? Ja, wie viel bietet ihr für mich? Für einen Tag mit mir? Überlegt euch das gut. Ja. Du trink mal lieber dein Wasser da aus. Du musst mal einen großen Schluck nehmen. Nein. Ja, ihr Hasen, so sieht's aus hier am Set. Bei mir geht hier nichts weiter, ne? Bei dir geht nichts weiter. Nee, die Leute stellen einfach keine Fragen mehr bei dir. Haben sie gedacht so, oh Gott, kommt eh keine Antwort. Geben wir auf. Also, Joana Hörner schreibt, ob wir mal nach Mannheim kommen können. Und bitte schaut auf meine Webseite www.jörnschlünfug.de. Ich habe bald einen Auftritt in Mannheim. Schaut euch die Termine an. Und besucht mich auch bei Snapchat. Da heiße ich Schlönvogt.
und auf Instagram und besucht auch Anne Menten bei Snapchat, da heißt sie Anne Menten, und bei Instagram, da heißt sie Anne Menten. Und bei Facebook heißt sie Anne Menten. Aber das bei wisst, Twitter das heißt sie Anne Menten. Ah ja, Twitter bist du auch noch. Ich habe auch überall das gleiche Profilbild. Ah ja, ich nicht, aber man erkennt mich trotzdem. Ja. Ich habe überall blaue Häkchen. Außer bei Snapchat. Warum bist du nicht bei Twitter? Snapchat. Habe ich keine Lust drauf. Das ist irgendwie so wie ein Nachrichtendienst. Nee, ich finde bei Twitter eigentlich immer sehr cool, dass du so in direkten Kontakt mit den Leuten kommen kannst. Wie so Gruppenchat. Ja, das funktioniert ja bei Facebook Live nicht, dass du im direkten Kontakt mit den Leuten bist. Ich finde es schon cool, dass man Twitter... Das ist so ein... Ich finde schon cool, dass man Twitter... Blöder Hammel. Ja, aber du hast ja auch nicht immer Zeit, dich irgendwo hinzusetzen und live zu gehen, aber du kannst immer mal eine Antwort schreiben. Das ist schon ein Unterschied. Das kannst du bei Insta direkt, bei Facebook und bei... Ja, das ist bei... scheiße. Ja. Ja. Das ist ja wirklich... Ja, total. Ja. Wusstest und so ein Moralapostel. Wusstest du, dass die Venus mit -4,2 Mach leuchtet und damit der zweithellste Himmelskörper ist nach dem Mond? Wisst ihr, was ich meine? Nur so eine Dinger, den ganzen Tag. So anstrengend. Ich bin gefangen in meinem Kopf. Hallo Heidi. Hilfe! Hilfe! Ja, ich glaube, wir beenden das jetzt hier mal langsam. Es war schön intensiv. Es war ein inneres Blumenpflücken mit dieser tollen Frau an meiner Seite. Mit Anne Menten. Anne Menten in the house. Oh, die kleine süße Zaubermaus. Dass ich nach 12 Jahren immer noch lebe, ist echt ein Wunder. Komm, wir machen mal Handyswap. 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 Hallo, mein Name ist Jörn Schlönvogt. Ich Hallo, habe mein mir, Name ist Anne Menten. Ich habe mir die Haare wachsen lassen. Ich habe mir die Haare färben lassen mit Directs-Farbe. Directions. By Directions. Oh Mann, Leute, der Jörn ist ein bisschen durchgeknallt. Minimal. Ja, also, jetzt habe ich die... Anne, kommst du auch mal nach Arnstadt wie Jörn? Ja, bestimmt. Klar kommt sie. Jörn hat das jetzt mal geklärt. Sie fährt jetzt gleich los. Ich muss erst mal drehen. Ich habe jetzt die Macht über die Facebook-Seite von Anne Menten. Ach so, wenn du die Macht über meine Facebook-Seite hast, mein Freund, dann mache ich jetzt mit deiner aber mal ganz andere Sachen. Wir gehen jetzt mal... Das ist nicht gut. Also, liebe Anne Menten-Fans, ich bin auch noch da. Besucht mich auch auf meinen sozialen Kanälen. Was ist los mit dir, Jörn? Was ist los? Du schlachtest du meine Seite aus. Ich schlachte deine Seite. Es gibt Post! Ich will Pakete sehen. Oh Gott, das machst du an meiner Facebook-Seite. Warte, ja. Wir machen jetzt Handyswap wieder schon zurück. Wieder. Hi. Ich auch. Ich liebe sie. Das ist ein Unterschied. Meine Community ist die beste. Meine Community ist die beste. Aber ich glaube, deine Community und meine Community, die sind eigentlich sehr identisch. Sind sehr identisch. Also ihr Lieben, es war sehr schön mit euch. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Wir werden uns auch öfters mal live melden. Ja. Und ich wollte eigentlich diese Woche auch nochmal mit Felix online bzw. live gehen. Allerdings haben wir uns bis jetzt immer verpasst, aber vielleicht kriege ich ja in meiner Pause noch den einen oder anderen vor die Cam und komme vor die Cam. Vor die Cam. Kann man ja mal machen. Liebe Grüße an unsere Freunde da draußen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ciao.